Willkommen zurück bei Splosion. Und wir sind heute nach wie vor in einem kleinen Knobel-Level. Was sie ganz so will wie ich. Und aufgrund der Center-Timing-Probleme habe ich mir halt auch schon in der letzten Folge angewöhnt, Herbert einfach umzubringen, wenn es nicht so funktioniert, wie ich will, weil irgendwie tut es das häufiger nicht und ja. Die kann man dann doch irgendwo. What the fuck? Ganz komisches Schussmuster. Ich habe hier auch gerade nicht, wofür die beiden gut sein sollen, also der vordere. Ne, kein Plan. Und man sieht, ich habe das hier mit dem Timing voll. Ah! Mist. Hätte die Kurve nicht ganz eng gezogen, hätte es halt da so auch passen können. Auch wenn ich nicht glaube, dass das so beabsichtigt ist, obwohl es mich langsam wundert, dass er echt diesen Kram da so durchzieht. Also, dass er tatsächlich hier nicht drüber wegkommt, also. Ich meine, ich weiß, es sind in diesem Spiel tatsächlich Pixel, die entscheiden. Das ist eine Sache von Millimetern. Und ich habe mir auch schon oft genug darüber ausgelassen, wie bescheiden das ist, das so in einem Spiel zu machen, welches an sich von der Steuerung her und vom Timing einfach total ungenau rüberkommt. Also einfach gar nicht mehr so das Gefühl, dass es sonderlich präzise wäre, was man da macht. Und ja. Das ist genau das Problem, was ich auch tatsächlich gerade habe, weil das frustriert dann einfach schon irgendwo. So, mit denen kann ich ja auch nirgends hin, von daher weiß ich auch nicht, was da mit dem zweiten da von mir will. Es ist irgendwo merkwürdig. Also so richtig merkwürdig. Immerhin kann man Herbert beim Explodieren zusehen und das ist schon irgendwo wenigstens etwas. Man muss mich von den Dingen echt abstoßen, weil irgendwie so richtig funktionieren will das nicht. Das sieht schon immer ganz gut aus, aber nicht so, dass ich dann, wie ich glaube, dass ich es hier so packen könnte. Ich will jetzt auch nicht wieder in so einer Stelle das ganze Level neu machen, weil ich verliere bei diesem Spiel total die Übersicht, was in welchem Level überhaupt ist, wie weit ich hier schon bin. Ach, verdammt. Oh, das sah so gut aus. Das nicht. Oh, genau deswegen mache ich das auch mit diesem Selbstmord, weil es einfach nicht mehr passt, wenn man hier nicht das auf Anhieb klappt. Das sieht so. Das sieht immer aus, als ob es eigentlich klappen müsste, aber es tut es nicht. Das wird auch nicht klappen, weil man da einfach nicht so nah rankommt. Hopp. Also dafür, dass das dann so funktioniert, wie ich es gerne hätte, müsste man dann eigentlich schon wirklich müsste man die Rakete tatsächlich schon an der Stelle über, also wenn die Rakete unter einem ist, müsste man dann schon direkt vor diesem Elektroteil sein. Dann gehe ich mal von aus, so würde er das Ding treffen. Und genau das ist schon wieder danach aus, ob es eigentlich funktionieren würde. Das hat es noch nicht. Also so ein bisschen Auto-Aim dürfte es an dieser Stelle auch sein. Ach ja.
Ich mag die Entwickler nicht. Das sind alles Sadisten. Wenigstens haben wir jetzt hier mal im Vergleich zu den ganzen ultra schweren Dingern einfach mal ein bisschen Abwechslung, auch wenn das jetzt hier trotzdem nicht heißt, dass wir vorankommen. Ich soll vielleicht einfach mal probieren, ein wenig nochmal öfter zu explodieren, allerdings kriege ich das vom Timing auch nicht genau hin. Weil man weiß halt nie, wann es überhaupt reichen wird, dass man da überhaupt irgendwo mit hinkommt. Da muss er mich wirklich schon von unten treffen. Und das ist so random, auch wenn ich jedes Mal das gleiche mache, gefühlt. Okay, ich probiere es jetzt so. Auch nicht vielversprechender als alles andere, was ich hier probiert habe. Aber wenigstens probiere ich da mal was anderes. Alles irgendwo schwachsinnig, finde ich. Weil das sieht eigentlich so aus, als ob es klappen könnte. Probier es jetzt nämlich mal ohne Rakete nach Möglichkeit. Klappt auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist. Ach Mist, ey. So. Oh Mist. Okay. Aber ein bisschen rumtesten ist schon mal vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Idee. Das hätte sogar klappen können, wenn ich dann ausgewichen wäre nach unten. Das war vielleicht tatsächlich der erste Rakete ausweichen. Und die zweite dann voll in die Fresse kriegen. Oder auch nicht. Das war auch nicht gut. Schade, dass er das überlebt hat. Ach, die wollte ich nicht abkriegen. Okay, zum Ausweichen sind die Dinger doch ziemlich nervtötend. Auch wenn das Ende jetzt gerade ziemlich cool war, fand ich. Ja, ich habe schon eine besondere Beziehung zu Herbert mittlerweile, dass... Oh mein Gott! Oh my fucking Gott! Bam, du Sack! Ja gut, nach links rechts zu springen habe ich noch gar nicht probiert. Schien mir irgendwie auch ein bisschen logisch, weil er dann, ja, ist es nochmal wirklich auch ein bisschen anderen Winkel hat oder probiert er es dann trotzdem nicht. Ich bin halt Idiot, was soll man sagen. Muss ich da was ausmachen? Sieht so aus, oder? Ich habe keinen Plan. Ich meine, ich komme ja auch so weiter. Oh, es ist jetzt einfach nur so ein Bonus, dass ich wen töten darf. Ich meine, nett finde ich es auf alle Fälle. Das ist eine schöne kleine Abwechslung. Vom ewigen getötet werden. Aber das sieht nicht danach aus, als ob das irgendeinen tieferen Sinn hätte. Oh, okay. Langsamer also. Na egal, nehmen wir das nochmal mit. Ist ja eigentlich nicht allzu schwer. Das ist wirklich mal so ein Spaßlevel. Als irgendwas anderes.
Oder sind da irgendwelche Sachen ausgegangen? Sieht nicht danach aus, oder? Ach, guck mal, da oben haben wir so einen Donut-Esser. Aber sehr schön alles kaputt gemacht. Kuchen war da aber nicht, oder? Ja, ich weiß, ich bin schrecklich mit meinem Kuchen. Aber es sieht nicht danach aus, aber irgendwas könnte hier sein. Krieg nochmal bitte die Ansicht, die gute. Nope, da oben ist nichts. Okay, jetzt bin ich sicher, da habe ich keinen Kuchen vergessen. Okay, das sieht ziemlich cool aus. Ich gehe natürlich zuerst wieder nach links. Weil wer weiß, was uns links erwartet. Oh mein Gott. Okay. Geht noch ein bisschen einfacher als erwartet. Ja, das wäre jetzt eine Timing-Sache. Okay, da hätte ich noch ein bisschen tricksen können, wäre auch nicht schlecht gewesen. Oh. Haben wir es mit den Raketen, die langsam durch. Jetzt war das ein bisschen einfacher. Muss ich ihn jetzt vor der bösen Rakete retten? Ach so. Ja, das war also doch notwendig. Da steckt aber jede Menge drin in den Typen. Voilà, die Waldfee. Walking like an Egyptian. Stranger things happen. So, ich glaube, deine... Achso, ich konnte gar nicht exploden. Da oben. Aber coole Stellung. Gut zu wissen, dass die Typen auch tatsächlich was aushalten. Und der Laser schießt viel zu weit. Ja, ich habe das jetzt nur gemacht wegen Kuchen. Oh shit, da muss ich nochmal anfangen. Ja, Leute, mal wieder auf den Kuchen einen Haufen gesetzt. Selbst wenn er da sein sollte, interessiert mich das gerade eher weniger. So, guck mal, ziehen wir ihn noch ein bisschen näher hier hin. Bringt jetzt der Sprung auch nicht mehr so weit. Kann man hier sogar richtig drauf landen und muss sich dann hier an der Kante festkrallen. Wir sind Obdachloser. Ich glaube, meine... keine Ahnung, mein Bild von den Obdachlosen ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, die haben es schwer genug, also brauchen wir keine Witze drüber machen. Ja, und diesmal lasse ich die Fleischdusche auch ein bisschen kürzer ausfallen. Auch wenn mich das gerade zutiefst entspannt, muss ich ja mal sagen. Vor allem, wenn man das nochmal so macht. Ich meine, guck mal, ey, der Typ, der guckt das. Der wird doch dann nur gekitzelt von der Kanone. Ist doch gar nicht mal so schlimm dabei. Da seht ihr, dem geht es sogar noch gut. Da ist er noch fröhlich am Zappeln und so. Und da haben wir ihm mal gezeigt, dass wir ihn ganz lieb mögen. Hat er ein kleines Küsschen gekriegt und noch ein bisschen Explosion. Okay, hier ist was. Okay, das mache ich nicht nochmal. Vor allem das Gute ist, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich den Kuchen nicht doch schon gekriegt habe in dem Level. Aber ich wette, der ist da.
Und ich werde gleich mal probieren, das dann einen Sprung zu machen direkt über das. So. Was soll ich nochmal sagen? Ich werde gleich probieren, mich direkt über dem Ziel da an die Wand zu schmeißen. Hat er, glaube ich, schon mal Probleme mit einem ganz, ganz frühen Level. Auf einmal, dass das diesmal nicht so sein wird. Nein! Donut Man! Das war jetzt mal ganz, ganz dumm gelaufen. Das hier auch, also auf die Roboterumarmung, nein, danke. Da kann ich auch pfeifen. Und nach dem Part gibt es dann auf alle Fälle auch mal wieder eine Pause. Für mich. Von diesem Spiel. Die kann auch meinetwegen wieder mehrere Monate dauern. Das wird sich zeigen. Also wirklich genervt bin ich momentan nicht von dem Ding. Allerdings, je nachdem, wie das nächste Level aussehen wird. Und ich habe befürchtet, dass mindestens noch ein ganz, ganz schlimmes Level kommen wird. Wenn nicht mehrere, dann, da hinten haben wir den Kuchen, ich habe ihn gesehen. War gerade bevor ich runtergesprungen bin, rechts im Bild. Ja, okay. Okay, ich brauche da gar nicht so runter, das hat sich erledigt. Das lässt nur einen Schluss zu. Ich muss tatsächlich mich über das Ziel an die Wand heften. Und ich hoffe, dass er dann tatsächlich das auch macht und nicht, dann glaubt er, sollte da ins Ziel reinspringen. Oh, das kann knapp werden. Das kann richtig knapp werden. Probiere ich da mal mit gleich mein Glück. Komm schon. So, da sieht man ihn. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Ich finde das einfach so geil. Das ist so entspannt. Und unruhig auf wirklich. Ja, in einem Atemzug kann man sagen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Achso, dann werde ich hier sogar nochmal. Kriege ich hier unendlich Explosions für eine kurze Zeit. Und da haben wir den auf dem Tisch. Das ist ja wahrscheinlich der Ersatz für den einen, den wir plätten mussten, was so eine unglaublich sinnlose Aktion war. Dass mir da heute noch ein bisschen das Herz verblutet. Und wir sind drin. Ach, der Part kann sich von der Länge auch sehen lassen. 2 Minuten 50 war geplant, 30 haben wir gebraucht. Das ist durchaus in Ordnung. Und wir gucken uns mal die Level-Auswahl nochmal an. Einfach nur, weil ich sie gerne nochmal sehen würde. Das wird auch wahrscheinlich wieder für eine lange Zeit das letzte Mal von dem Spiel sehen. Einfach nur, um zu wissen, wie lange wir denn noch hätten. Ja, wir hätten noch hier 12, 13, 4, Gott, das sind noch ein paar. 7 Stück, wobei der letzte davon halt wieder ein Boss wäre. Gefährlich. Ja gut, mit den Kuchen sieht es ja gar nicht mehr so toll aus. Hier fehlen halt nur noch 2 und die kann ich nicht mal holen wegen Leck und so. Weil letztes Mal und habe ich auch keinen Bock mehr danach. Zu gucken, hier hat das alles geklappt, allerdings. Oh mein Gott, das ist ja 2 Level mehr als die anderen. Wieso denn? Müsste so sinnlos grausam sein. Aber egal, wir haben es geschafft. Wieder mal ein paar Folgen aufgenommen.
nicht den totalen Frust, Frust und Sorgenkram. Und dann soll es dann auch für mich erstmal wieder gewesen sein mit dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr nur das hier gucken wollt, bis irgendwann. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.